vor dem Vitasana. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum vor dem Vitasana? Eigentlich macht ihr doch Kurse für uns, die in unserem Kursraum stattfinden. Nein, heute gibt es einen Outdoor-Kurs. Und zwar von unserer Olga. Den hat sie gemacht direkt unten am Rhein. Und ich freue mich, diesen Kurs mit euch zu teilen. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen bei meiner Deepwork-Einheit am Rheinufer in Köln. Roll dich nach vorne, atme ein. Heb den Kopf und schieb dich zurück. Ausatmen. Einatmen nach vorne, ausatmen zurück. Jedes Mal, wenn du einatmest, schieb die Einatmung in die Rückseite des Körpers. Und wenn du ausatmest, schieb dich mit dem langen Rücken zurück. Beim nächsten Mal über die Seite zurückschieben, wie eine Katze, ganz gemütlich. Folge deinem eigenen Atemrhythmus. Dehne dich. Mobilisiere deinen ganzen Körper, die Wirbelsäule. Bleibe vorne jetzt, runde den Rücken und streck die Wirbelsäule wieder aus. Ausatmen, runden. Einatmen, strecken. Schieb den Po nach hinten für die ganze Welle. Senk das Becken zur Matte, in die Cobra und zurück. Jedes Mal, wenn du nach vorne gehst, öffne deine Füße. Jetzt schau nach hinten zu deinen Füßen. Einmal rechts, einmal links. Und wieder zurück. Weiche Bewegung. Lass die Bewegung fließen, wie das Wasser im Rhein. Nimm deine Hüfte in die Rotation. Wenn du nach hinten schaust, beuge das Knie und berühre mit dem Fuß das andere Bein. Schaff dir mehr Raum im Körper. Jetzt bleibe vorne und schaukele das Becken. Ganz gemütlich. Komm wieder zurück, roll die Zehen ein. Steig die Füße nach vorne zu deinen Händen und richte dich auf. Finde Stabilität. Beuge die Knie in den Squat. Fingerspitzen berühren sich und richte dich wieder auf. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, tief gehen. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt. Verschränk die Hände und mach dich rund. Arme hoch, geh wieder tief. Atme ein, aufrichten. Ausatmen, Arme nach vorne schieben. Einatmen hoch, ausatmen tief. Das weiter in deinem eigenen Atemrhythmus. Such Polaritäten zwischen dem Ein- und Ausatmen, zwischen dem Strecken und Beugen. Stütz auf die Beine, Arch, Curl. Einatmen, lange Rücken, Schultern ausdrehen. Ausatmen, entspannter und runder Rücken. Mach das ganz weich. Noch eine letzte Wiederholung. Beim nächsten Mal nimm die Hände auf die Matte
oder auf die Schienbeine, streck die Wirbelsäule und dann beug dich wieder nach unten. Verlage das Gewicht etwas mehr auf die Vorderfüße, Beinrückseite ist lang. Und wieder weich werden, beugen. Steige nach hinten in die Planke, Kopf hoch. Schieb dich nach vorne, schieb dich zurück. Wir mobilisieren Handgelenke und Fußgelenke. Deine Finger sind gespreizt und Fingerspitzen greifen in die Matte. So bleibt dein Handgelenk gut belastet. Senk die Knie auf die Matte, schieb dein Po auf die Fersen, spreiz die Finger noch mehr. Komm nach vorne mit dem langen Rücken, beug die Ellbogen, drück dich hoch, schieb dich zurück. Komm nach vorne, ein Liegestütz, drück dich hoch und zurück. Atme ein, nach unten, aus. Wenn du möchtest, halte die Knie gestreckt. Das ist etwas schwierigere Variante. Lege dich ab, streck die Arme nach vorne, kreise und setz unter die Schultern erneut. Such die Länge, komm hoch mit dem Kopf, geh wieder tief. Atme ein, Cobra, atme aus. Zieh deine Ellbogen nach hinten. Öffne die Schultern weit. Heb das rechte Bein hoch und senk wieder tief. Wechsel das Bein links hoch, tief. Jetzt drück dich ganz nach oben, schau nach hinten zum Fuß. Tief, lang und tief. Such die Länge bis zu der Fußspitze. Streck deine Hüfte aus. Roll die Zehen ein, drück dich nach oben, Po zu den Fersen. Komm nach vorne und schieb dein Po nach oben zur Decke, lass die Knie soft. Geh wieder nach vorne, senk die Knie und Po zurück. Nach vorne, Schultern über die Handgelenke. Nach oben in die umgekehrte V-Position, wieder tief und wieder zurück. In der V-Position lass die Knie etwas angewinkelt und schieb mit den Händen die Matte weg von dir. Schaff dir Raum im Körper. Bleibe in dieser V-Position, laufe gemütlich an einer Stelle, als ob du einen gemütlichen Spaziergang machst. Jetzt greif den rechte Wade, steig nach vorne in den Lunge, richte dich auf, Arme hoch, Fingerspitzen berühren sich. Arme tief, Arme hoch, Arme tief. Einatmen, ausatmen. Steige mit dem rechten Fuß zurück, bring das linke Bein nach vorne, richte dich auf, Arme hoch, Arme tief. So ein Ausfallschritt, in welchen du Stabilität findest. Und die rechte Seite des Körpers wird gestreckt. Hoch. Tief. Steige wieder nach hinten. Und bereite dich auf Running vor. Komm in Vierfüßlerstand. Strecke die Beine ab, wechsel nach hinten. Beginn dich aufzuwärmen. Bereite dich mental auf die Herausforderung vor. Stell die Beine auf. Senk die Knie abwechselnd auf die Matte. Achte darauf, dass deine Finger gespreizt sind und dass deine Schultern weit offen sind. Schaff dir Raum vom Kopf bis zu den Füßen. Zieh die Knie abwechselnd nach vorne. Schieb dabei deine Ferse beim Standbein zurück. Spür die Kraft im Körper. Nütze dabei die Bauchmuskulatur, um das Bein nach vorne zu ziehen. Richtig kraftvoll.
Jetzt beginne zu springen. Achte darauf, dass deine Schultern weit offen bleiben. Kopf hoch. Und los geht's ins Tempo. Running und ziehen, 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 ziehen. Go. Pump, pump, pump. Kopf hoch, Schultern weit nach außen. Drei Rhythmus. Ziehen, ziehen, halten. Wenn du möchtest, variiere das. Gleich geschafft. Und schieb dein Po nach hinten. Bleib in der V-Position. Lass die Knie soft. 30 Sekunden. Achte darauf, dass deine Knie leicht gebeugt sind und dass deine Wirbelsäule lang ist. Lass den Kopf entspannt hängen. Atme. Steige nach vorne. Richte dich auf für den nächsten Teil. Die besteht aus 4 Übungen. Arme hoch. Schwing die Arme nach unten. Parallel Swing. Arme hoch. Swing. Langsam hoch. Jedes Mal, wenn du hochgehst, verzögere. Lass die Arme los und verzögere. Swing. Wenn du möchtest, machst du mit dem Sprung. Jump. Und hoch. Swing. Die nächste Übung. Das ist ein Squat. Du drehst dich zur Seite. Schaff die Länge vom Steiß bis zum Scheitel. Achte darauf, dass dein Squat gut aussieht. Jetzt kombinieren wir. Einmal die Arme schwingen. Swing. Einmal in die Drehung in den Squat. Swing. Finger spreizen. Wir gehen ins Tempo. Jump. 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 Achte hier darauf, dass du jedes Mal komplett dich aufrichtest. Und stell dir vor, du würdest ganz weit nach oben ziehen. Noch 30 Sekunden. Wenn du möchtest, schließe deine Augen. Fokus nach innen. Öffne die Augen, komm in die Halteposition und deine Arme nach hinten verschränk die Hände. Heb das Brustbein hoch und zieh den Nabel nach innen. Halte das. Halten. Für etwas mehr Herausforderung, heb deine Fersen, balanciere. Löse die Position für die nächste Übung. Steige mit dem Fuß zurück in den Lunge. Komm wieder hoch. Öffne die Arme zur Seite und wieder hoch. Das ist ein Ausfallschritt. Du achtest darauf, dass das Knie über den zweiten Zeh ausgerichtet bleibt. Nicht nach innen dreht. Ausfallschritt. Lunge. Stabilisiere in der Position. Cross back. Arme hoch. Achte auf die Ausrichtung von deinem vorderen Bein. Das Knie bleibt über der Ferse.
Ziehe den Gegenarm nach hinten und oben. Such die Länge vom Arm zum Arm. Cross over, cross back. Wenn du möchtest, steigere das Tempo. Du kannst dir deine Variante aussuchen und du suchst dir dein Tempo selbst aus. Achte vor allem auf die Technik. Wenn es dir zu schnell ist, machst du etwas langsamer. Achte immer darauf, dass du zwischendurch dich komplett aufrichtest und die Hüfte streckst. Crossback. Zurück zur Mitte. In Halteposition plie. Dein Knie, das Becken ist aufgerichtet. Arme nach hinten. Achte darauf, dass die Knie über den dritten und zweiten Zeh ausgerichtet sind. Geh mit deinem Becken so tief, wie es dir möglich ist. Halten. Weiter atmen. Gleich geschafft. Noch ein bisschen tiefer. Letzte, komm hoch, schließe deine Beine. Die dritte Übung. Den Hunter, steige zurück in Plié, komm wieder hoch. Beim Plié achtest du darauf, dass beide Beine gleichmäßig gebeugt sind und dass das Brustbein zur Decke zieht, zum Himmel. Das Knie zeigt exakt über dem zweiten Zeh. Jetzt spann einen imaginären Bogen an, wie ein Jäger. Und streck dich jedes Mal, wenn du nach vorne gehst. Nimm deinen Kopf dazu. Dreh den Kopf nach hinten. Achte darauf, dass deine Knie exakt gleichmäßig gebeugt bleiben. Wenn du möchtest, steigere das Tempo. Eine Variation. Kommt gleich. Mach weiter. Wenn du möchtest, klopf auf den Boden. Das ist die Variation, die du gerne machen kannst. Oder du bleibst bei der Variante vorher. Es wird ein bisschen stürmisch. Die letzten 15 Sekunden. Ich höre auf deinen Körper. Richte dich komplett wieder auf. Arme zur Seite. Federe die Arme und stabilisiere in der Mitte. Jetzt kommt die nächste Mobilisationsübung für deine Schultern. Achte darauf, dass dein Kopf aufgerichtet bleibt, den Blick nach vorne ausgerichtet halten. Die nächste Übung, Diagonal Swing. Zieh den Arm zurück. Streck deine Arme wie ein Lineal. Und achte darauf, dass die Wirbelsäule lang gestreckt bleibt. Jetzt beginne etwas mehr zu schwingen. Die Wirbelsäule darf schwingen. Du federst in den Knien. Achtung! Schwing die Arme gleichzeitig. Simultan. Du federst in den Knien. Du drehst die Wirbelsäule auf.
Wenn du möchtest, gibst dabei noch das Bein. Stell dir vor, du bist auf einem Trampolin und deine Wirbelsäule schwingt. Für die nächste Minute schließe deine Augen und nimm den Fokus nach innen. Schalte die Außenwelt aus. Die letzten Wiederholungen. Öffne deine Augen. Arch. Öffne deine Schultern und zieh dich nach vorne in die Beugung. Herzraum öffnen und den Rücken runden. Einatmend. Öffnen, ausatmend, runden. Zieh den Kopf zwischen deine Arme und Kinn zu Fuß dabei, so nah wie du kannst. Deep Stretch. So, jetzt kommt eine kurze Pause. Du kannst einen Schluck Wasser trinken. Jetzt geht's weiter. Ausatmen, schwingen, einatmen, strecken. Weiter geht's. Ausfallschritt zur Seite und wieder zurück zur Mitte kommen. Hier achtest du darauf, dass dein Po nach hinten schiebt und dass du dein natürliches Hohlkreuz behältst. Und schau mal, ein Bein ist komplett gestreckt und kraftvoll, das andere ist gebeugt und das Knie schaut über den zweiten Zeh. Letztes Mal. Schwing die Arme jetzt. Komm in den Ausfallschritt. Schwing die Arme. Ausfallschritt. Lass dir Zeit. Schwing die Arme und dann steigere das Tempo, wenn du möchtest. Can I play for you, baby? Du kannst gerne mit kleinem Sprung das machen, so wie Nancy das macht. Wenn du willst, dann kannst du etwas höher springen, damit du mehr Herausforderung hast. Achte auf den Körper. Elastisch hochspringen.
Abfeder. Ab. Komm zurück zur Mitte. Wir gehen in Squat, Deep Squat. Achte auf die Knie, die sollen weit nach außen schauen. Über den zweiten Zeh. Das Becken geht tief, Oberkörper bleibt dabei aufgerichtet. Der Rücken ist gerade. Sehr gut. Bleibe unten. Beim nächsten Mal. Komm wieder hoch. Die Knie schauen nach außen. Verankere dich. Steige zurück in die Planke. Finger spreizen, gut stabilisieren, Schultern ausdrehen. Kraft in den Körper. In den Frosch zurückschieben, nach vorne strecken. Po zu den Fersen und wieder nach vorne. Jedes Mal, wenn du dich zurückschiebst, schieb mit den Händen den Boden weg von dir. Komm ins Tempo, in den Frosch. Achte auf deine Schultern, die bleiben weit auseinander, wenn du zurückschiebst. Und die Finger sind gespreizt. Kopf hoch. Die letzten Wiederholungen. Gleich geschafft. Bleib vorne, senke dein linkes Knie und komm in den Side Plank. Halte in der Position. Zieh deine Schultern nach hinten und drück dich raus. Wir wechseln die Seite. Senke das rechte Knie auf die Matte und dreh dich. Beide Schulterblätter an die Wirbelsäule heranziehen. Nabel fest nach innen. Und wechsel die Seite. Wenn du möchtest, sind beide Beine jetzt gestreckt. Und wechseln. Zieh deinen rechten Rippenbogen in den Körper rein. Und wechseln. Wir machen das etwas fließender, aber immer noch auf die Technik achten. Achte darauf, dass du dich immer rausziehst aus der Schulter. Die Variation mit dem Ellbogen zum Knie. Und wechsel. Stabilisiere. Bauch spannen. Crunch. Seitlich im Crunch. Das ist fortgeschrittene Variante. Du kannst das Tempo steigern. Welche Variante ist für dich gerade? Fühlt sich stimmig an. Die machst du. Hör auf den Körper, nicht auf dein Ego. Das ist die Herausforderung, die Variante auszusuchen, die dir gut tut. Mach die letzten Wiederholungen, um dich nicht zu überfordern, sondern genau richtigen Maß zu finden. Senk die Knie ab. Setz dich auf, rutsch ein Stück nach vorne und die Arme nach vorne. Lehne dich etwas zurück, spür die Kraft im Bauch und zieh dich nach vorne. Spür die Kraft im Bauch. Nimm die Hände an den Hinterkopf und dann berühre die Matte, wenn du nach vorne gehst. Das ist die Stufe 1. Für mehr Herausforderung gehst du weiter nach hinten und machst den vollständigen Crunch. Du achtest darauf, dass du Wirbel für Wirbel nach hinten rollst und wieder dich hochdrückst aus der Kraft des Bauches. Yes, mit dem Klatschen. Klatschen. Jawohl.
Genau, sehr gut. Die letzten Wiederholungen. Come on. Hey. Zweimal noch. Ein letztes Mal. Komm hoch. Stell dich gerade für die zweite Runde. Zweiten Block. Hüft breit. Nimm das rechte Bein zurück. Richte das Becken neutral auf. Hebe das Knie, balanciere. Steige zurück und spring zweimal. Eins, zwei. Knie hoch. Zurücksteigen. Zweimal springen. Eins, zwei. Etwas schneller. Eins, zwei. Knie zurück, springen, springen. Knie zurück, jump, jump. Schere. Hop, hop. Wir gehen ins Tempo. Kommt eine Drehung dazu. Wenn du das Knie hochhebst, dreh dich zu diesem Knie, das du hebst. Versuche dabei, das Standbein gut zu strecken in der Hüfte. Die letzte Runde. 8 Wiederholungen. Ganz leicht springen. Halte Balance, balanciere, schieb das Bein zurück, nimm deine rechte Hüfte schön nach vorne, balanciere, senke das Knie auf die Matte, kommen Vierfüßlerstand, Finger spreizen, Brust raus, Bauch rein, Schultern zurück, Zehen einrollen. Plank and Plank. Klatsch nach hinten auf das Becken. Ellbogen senken, Ellbogen, Hand stützen und drehen. Ellbogen, Ellbogen, Hand und drehen. Jedes Mal, wenn du dich drehst, beide Schultern auseinanderziehen und Steiß und Scheitel voneinander wegziehen. Wir gehen ins Tempo. Achte darauf, dass die Zehen eingerollt bleiben und dass du gut den Bauch nach innen ziehst. Und damit deine Wirbelsäule von unten unterstützt. Mehr Herausforderungen. Streck die Beine aus. Immer gut abbremsen beim Runtergehen aus der Körpermitte. Das ist die Übung, die deinen ganzen Körper kräftigt. Du entscheidest, welche Variante du machst, auf den Knien oder mit gestreckten Beinen. Die letzten Wiederholungen gemacht. Setz dein Po zurück. Gut. Steh auf. Und steige nach vorne mit dem rechten Fuß. Es geht weiter mit dem Spider-Man. Aus der Frosch. Steige mit dem Fuß nach vorne. Dreh dich nach oben auf. Und steig wieder zurück in den Frosch. Fuß nach vorne neben der Hand. Dreh nach oben. Hand senken, zurück in den Frosch. Versuch mit deinem Fuß weit nach vorne zu steigen und beim gestreckten Bein die Hüfte gut strecken. Variante 2. Du steigst nach vorne, ziehst das Bein hier durch zwischen Bein und Hand und steigst wieder zurück. Fuß nach vorne, Knie nach vorne, wieder zurück in den Frosch.
Fuß nach vorne. Für die nächste Stufe kannst du das Bein nach vorne durchstrecken und wieder zurücksteigen. Achte vor allem auf das Knie, das gerade vorne ist, dass dieses Knie nach außen schaut. Wenn die Kraft und Beweglichkeit dir ausreicht, dann kannst du nach vorne springen und auch zurückspringen. Such dir deine Stufe aus, bei welcher du bleibst. Denk immer dran, dass die Finger gut gespreizt bleiben. Bei dieser Übung wird deine Hüftbeweglichkeit und Kraft verbessert. Gut, lege dich auf den Bauch, zieh die Beine raus. Nimm die Arme in einem Kreis und setz die erneut unter die Schultern. Dann nimm die linke Hand nach vorne, Finger spreizen. Rechtes Knie beugen, heb das Knie und komm in die Spiralbewegung. Geh wieder tief. Wechsel die Arme. Bein zuerst heben, dann sich hochdrücken. Drück dich hoch. Schau bitte, dass deine Schultern weit auseinander bleiben, vor allem wenn du hochdrückst. Immer zuerst das Bein heben, Hüfte strecken, Bauch nach innen ziehen und erst dann hochdrücken von den Armen. Mit dem Fuß hinter dir den Boden berühren, so weit wie du kannst. Das fühlt sich gut an. Mach die letzten Wiederholungen. Gut. Drück dich nach oben. Po zu den Fersen. Spring nach vorne. Steh auf. Füße wieder parallel. Das linke Bein zurück in den Lunge. Hebe das Knie. Steige zurück und wechsel die Beine. Eins, spring. Zwei. Hebe das Knie. Eins. Steige zurück. Zwei. Spring. Drei und vier. Und Knie zurück. Springen. Springen. Jawohl. Knie zurück. Springen. Springen. Mit der Drehung. Dreh dich zu deinem linken Bein, wenn du hochgehst. Wir gehen ins Tempo. Jedes Mal, wenn du hochgehst mit dem Knie, dreh dich zur Seite. Ganz leicht springen. Jawohl. Die letzten. Halte das Knie, balanciere. Streck das Bein zurück in die Waage. Fokussiere einen Punkt auf dem Boden. Komm nach unten in den Stütz und dann setz dich auf. Stütz hinten auf, Fingerspitzen auseinander. Füße nah zum Po aufstellen. Heb dein Po. Hand und Fuß berühren sich. Sei vorsichtig, stabilisiere zuerst. Wir laufen nach vorne zweimal, drei, vier und berühre den Fuß. Und
1, 2, 3, 4, Hand und Fuß. Lauf nach vorne. Und berühre Fuß und Hand. Zurücklauf. Ganz leise und leicht. Und letztes Mal zurücklaufen. Gut. Jetzt balanciere hinter den Sitzknochen und roll dich zurück. Beine hoch. Zurückrollen. Lift up. Und hoch. Klatsch auf die Matte mit den Füßen. Schieb dabei dein Po nach oben. Dynamische Kräftigung von Bauchmuskulatur. Stufe 2. Du kommst in die Hocke. Achte hier in der Hocke auf deine Knie. Die Knie bleiben auseinander. Die nächste Stufe mit den Armen nach vorne ausgestreckt. Po anheben. Jetzt die nächste Stufe mit dem Sprung nach oben. Jump. Bleibe oben. Das ist abschließender Teil. Den werden wir jetzt machen. Ich mache es kurz mal vor. Wir werden diese 4 Übungen in diesen 4 Minuten machen, die wir am Anfang der Stunden hatten. So, jetzt habe ich dir nochmal dich dran erinnert. Komm in die Ausgangsposition. Schwing die Arme nach unten. Komm in den Squat mit dem Twist. Swing und drehen. Das machen wir eine Minute lang. Diese Phase nennt sich Sprints. Und da kannst du richtig an die Grenze gehen. Jetzt du alleine mit geschlossenen Augen weitermachen. So, für die nächste, Crossback, öffne die Augen, Crossback. Entscheide, in welchem Tempo du das machst. Richte dich jedes Mal komplett nach oben auf, so dass du stabil mit den Füßen stehst. Lass dir Zeit. Denk dran, dass du für dich arbeitest in deinem eigenen Tempo. Crossback. Diese Übung ist für dein Po-Muskulatur gut. Es wird gekräftigt. Achte auf die Technik. Das Knie schaut über den zweiten und dritten Zeh. Knickt weder nach innen noch nach außen. Für den Hunter. Steige zurück ins Plie mit der Variante Klatsch auf die Matte. Mach weiter. Jedes Mal, wenn du zurücksteigst, check, dass beide Knie gleichmäßig gebeugt sind und dass du stabil mit beiden Beinen stehst. Lass dir Zeit. Wenn du merkst, du wackelst in den Knien, dann mach etwas langsamer
und nochmal Aufmerksamkeit auf die Technik. Diagonal Swing, die nächste und die letzte Übung. Schwing deine Arme. Das ist die letzte Minute. Die Wirbelsäule schwingt. Die Schultern gehen weit auseinander. Jetzt mach die Augen zu und nimm den Fokus nach innen. Du alleine. Gut, öffne deine Augen. Jetzt kommt der abschließende Teil. Komm auf die Matte. Setze dich in eine Position, die für dich sich gut anfühlt. Es kann Fersensitz sein oder Schneidersitz sein oder die Beine ausgestreckt. Wir machen jetzt eine Dehnung. Roll dich nach hinten. Zieh das rechte Knie zur Brust und dann nimm das rechte Knie nach links Richtung Boden. Drehe deine Wirbelsäule. Das ist Spine Rotation. Das ist eine Spiralbewegung, Spiraldehnung. Atme tief und entspannt. Erlaube deinem Körper loszulassen. Zieh jetzt beide Knie zu dir heran, um die Seite zu wechseln. Streck das rechte Bein auf der Matte. Nimm das linke Knie nach rechts. Hier wird die Außenseite von deinem Bein gedehnt und die komplette Spirallinie zwischen den Rippen. Entspann dich vollständig. Atme. Komm langsam aus der Position raus. Ich empfehle dir zum Schluss jetzt mindestens eine Minute in der Entspannung zu liegen. Lass dich von der Erde tragen. Spüre deinen Herzschlag. Hab Vertrauen an die Erde. Vielleicht magst du dir gedanklich zu sagen, loslassen. Roll dich langsam auf und die Arme über die Seite nach oben. Hände an die Stirn, an das Herz, an den Bauch. Atme ein, atme aus. Ein letztes Mal. Lass die Neuenergie in den Körper fließen und lass die gebrauchte Energie in die Erde fließen. Ich bedanke mich, dass du da warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.